Wir beschäftigen uns hier mit ein paar Aufgaben, Seite 156, 57. Wir haben hier eine Aufgabe 14, die ist ganz nett. Da ist eine Geradengleichung gegeben, minus 7x minus 12. Und gesucht ist, also sind die Schnittpunkte, deswegen habe ich das hier doppelt unterstrichen, Schnittpunkte mit der Normalparabel. Der zweite Teil der Aufgabe ist, f von x so zu verändern, also diese Geradengleichung so zu verändern, dass ich nur noch einen Schnittpunkt habe. Fangen wir mit der ersten an, also mit Thema A sozusagen. Aus der Skizze könnte man erkennen, dass hier irgendwo vielleicht, hier in dem gelben Bereich, ne, bei minus 12 kreuzt die y-Achse, dass da irgendwo was sein könnte. Das kann man so genau gar nicht malen. Also sagen wir, okay, machen wir es anders. Rein rechnerisch ergibt sich hier durch Umstellen, Anwenden der PQ-Formel, ergibt sich, dass es hier zwei Schnittpunkte gibt. Und jetzt sind wir am Diskutieren, wie komme ich hier auf das Ding? Und da gibt es eine Idee und da werden wir mal sehen, ob wir jemanden hören. Ja, also wir möchten ja jetzt rauskriegen, dass es nur eine Lösung gibt. Und das kann man erreichen, indem hier in der Wurzel eine 0 steht, da plus minus 0 ja immer nur ein Ergebnis bleiben kann. Ich nehme mal einen Marker. Das hier sind umgerechnet 12,25. Und um eine 0 hier rauszubekommen, müssen wir das hier irgendwie verändern, damit hier wirklich eine 0 rauskommt. Dafür müsste man ja hier eigentlich nur eine 12,25 draus machen, denn 12,25 minus 12,25 wird ja zur 0. Wir wissen, das hier haben wir aus der Gleichung. Mach's ruhig. Also müsste man die Gleichung so verändern, dass hier nicht mehr 12 steht, sondern 12,25. Dann würde die Gleichung heißen f von x ist gleich minus 7x. Und jetzt verändern wir einfach die minus 12 zu minus 12,25. Wenn man das jetzt hier einsetzen würde, würde hier 0 rauskommen und bei beiden, also bei xs1 und xs2, würde minus 7 halbe rauskommen. Auf der Seite 157 finden wir eine schöne Aufgabe. Die ist insofern schön, Moment, dass man. Ach. Folgendes ist gegeben. Ich mache mal eine Skizze. Da hat jemand ein Bild, ein schönes Bild und freut sich. Und aus, sagen wir mal, gestalterischen Gründen sagt er sich, das Bild einfach so an die Wand zu bammeln, sieht blöd aus. Ich möchte ein sogenanntes Passepartout, einen schwarzen Rahmen drumlegen, sodass das schöner aussieht. Das gefällt ihm persönlich besser und das möchte er so haben. Und aus künstlerischen Gründen möchte er das eben so machen. Und jetzt kommt das Verrückte an der ganzen Sache, dass er sagt, wenn das hier mein Bild ist und das Schwarze das Passepartout, dann ergibt sich ein besonders schicker Unterstützungseffekt, wenn Folgendes gilt. Wenn A schwarz genauso ist wie A Bild. So, der Haken ist an der ganzen Sache. Moment, was hatten die hier gesagt? Dieses Bild soll groß sein. Moment, ich mache mal Pause. Und zwar dieses Bild soll groß sein. Das seien hier 30 cm und dieses Maß seien 20 cm. So, und jetzt ist die große Frage, ja, wie groß muss dann das Passepartout sein? Also das Schwarze so gestalten, dass die schwarze Rahmenfläche außenrum genauso groß ist wie die Fläche des Bildes selber. Da geht mal bei. Stellt Gleichungen auf, diskutiert wieder und so weiter und so fort. Ja, ich mach mal hier unten so einen, mach hier unten so einen Strich, damit ich jetzt extra jetzt noch eine andere Formel machen kann. Ich habe ja hier die Breite,
Die Breite von x, heißt jede Breite von x ist ja gleich miteinander, deswegen nehme ich die Formel. Nehme ich die Formel. 2 heißt 600 ist gleich 2 mal 2x hoch 2. 2x hoch 2 plus 2, 20x plus 2 mal 30x. Dann löse ich mal zuerst mal die Klammer zuerst auf, dann kommt da. Die Frage war, wie bin ich jetzt auf diese Formel gekommen? Indem ich das jetzt getrennt habe, heißt die untere Formel mache, heißt diesen Flächeninhalt will ich rausfinden und den Flächeninhalt. Dann muss ich ja wissen, dass dass die beiden hier sind identisch, heißt die sind dann x, heißt jede Breite ist miteinander gleich. Und deswegen habe ich jetzt hier daraus 2x gehabt. 2x. Und ich weiß ja, diese Breite von dem Bild, den inneren Bild, heißt 20 cm. Dann mache ich daraus plus 20 dazu, weil die ganze Fläche von hier bis hier, heißt die ganze Fläche von hier bis hier, ist dann 20 plus 2x. Mhm. Dann setze ich das in Klammern und um den Flächeninhalt von den hier auszufinden, muss ich ja wie ganz normal a mal b, weil es ein Rechteck ist. Und dann nehme ich diese Länge hier mal diese untere Länge. Und so, diese untere Länge ist ja auch x, heißt 20x plus 20 mal x. Und dann mache ich jetzt die Klammer auf, heißt ganz normal 20 mal x mal 20 und x mal 2x. Das bedeutet, da kommt daraus 2x hoch 2 plus 20x. Aber das, diese Fläche hier unten taucht ja zweimal auf, heißt unten und oben. Dann mache ich daraus jetzt mal 2. Und automatisch kommt dann diese Formel hier kommt automatisch wie diese Formel von oben. Dann komme ich hier zum anderen, heißt diese Fläche und diese Fläche. Dann weiß ich ja schon die Höhe von dem, heißt ich weiß ja schon diese Höhe, also ich weiß schon diese Höhe von diesem inneren Bild. Es ist dann 30 Zentimeter und dann mal x, weil ist ganz normal a mal b ist gleich wie beim Rechteck. Und das taucht wieder zweimal auf, heißt 2 mal 30x. So, sozusagen. Ich war, okay. Dann würde ich jetzt diese Formel jetzt nochmal umändern, heißt 4x hoch 2 plus 2 mal 2x hoch 2, 2 mal 20x heißt 40x. Und hier unten kommt daraus 60x einfach. Pause. Dann würde ich diese Formel jetzt nochmal das gleiche machen, heißt 600 ist gleich. Das blaue heißt dann 4x hoch 2 nochmal plus 40x. Bedeutet, hier ist blau. Und bei grün ist es dann 60x. Und das ist grün. Aber ich will ja die Nullstelle herausfinden, deswegen muss auf der linken Seite 0 entstehen. Dann nehme ich die 600 darüber, heißt minus 600. Ergibt hier 0 ist gleich 4x hoch 2. Dann addiere ich schon mal die 40x plus 60x, kommt daraus 100x minus 600.
Entweder kann man daraus jetzt die ABC-Formel nehmen oder die PQ-Formel. Die PQ-Formel würde dann hier 100 und minus P würde dann 100 sein. Durch 4. Durch 4, ne? Richtig. Dann will ich noch kürzen, heißt durch 4. Dann würden wir, oder? X hoch 2 plus 25x und dann 150, ja. Also. Also. Dann nehme ich jetzt diese Gleichung hier. Wieder nach unten. Heißt, ich habe jetzt a von, ich schreibe es nochmal hin, heißt 0 ist gleich. Null ist gleich 25, mal sehen. Okay, 25x minus 100, 150. Ich nehme die ABC-Formel wieder, heißt x1 und 2 ist gleich, das ist dann b. Ja, x1 ist, ich habe jetzt x1 unten ist dann 5 und x2 ist dann minus 30, aber minus 30 cm gibt es ja nicht und deswegen nehme ich einfach x1 ist dann 5. Das bedeutet, egal ob ich diese x1 hier unten, diese x1 ist gleich 5, in diese Formel, in diese blaue Formel plus diese grüne Formel mache, kommt das identische wie das Flächeninhalt von dem Bild raus, heißt 600 cm. Quadratzentimeter. Mhm. Okay. Und demzufolge müssen die Seiten wie lang sein? Die eine so und die andere so, also wie? Um die Seiten rauszufinden, sind ja zum Beispiel. Heißt, um die untere Seite rauszufinden, heißt 20 wieder plus 2x. Setze ich jetzt 5 ein, dann kommt daraus, das ist jetzt für die untere Seite. Und dann ist es ja automatisch, ist dann 30 cm die untere Seite. Heißt die untere Seite. Und die obere Seite würde dann 30 plus 2x machen, wie das gleiche. Dann heißt 30, dann kommt das gleiche wieder raus. So, wir können das Video abschließen. Also, schöne Pause.